Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 2. Beides Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich ja die Karte erkundet und fertig aufgedeckt habe, zumindest den Inselbereich, wo ich derzeit bin. Und ja, ich muss jetzt hier nach hier unten, weil da die nächste Mission auf uns wartet. Deswegen will ich hier zu diesem Flughafen und werde dann von dem Flughafen aus mit einem Flieger rüber zu meinem derzeitigen Missionsziel starten. Das ist die Stelle. Viel Glück. Was ich auch noch festhalten werde oder muss, ist, ich werde jetzt die nächsten 3-4 Parts mal wieder ein bisschen mehr Story machen. Ich weiß, schockierend. Wir haben hier was! Schickt Verstärkung! Ich brauch Deckung, ich geh rein! Ja, ich sehe dich! So. Zehn Kilometer. Also ein schneller Ausflug. Ein Armee-Hubschrauber müsste in Kürze eintreffen. Steiler Flug nach oben. Kann ja nicht schaden, wenn man hier auch schon mal ein paar Orte entdeckt in unmittelbarer Nähe des Missionsgebiets. Ob das was bringt, ist natürlich die andere Frage. Aber ich finde ja schon. So, jetzt sind noch 3 Kilometer. Ich weiß, ich bin relativ still in letzter Zeit. Nervt mich selber ein bisschen. So. Zwei Kilometer. Auf jeden Fall nach den Missionsfolgen, also es werden wahrscheinlich 3 Stück sein, wenn es so kommt 4, vielleicht sogar 5, werde ich mich wieder um ja, Ortschaften kümmern. Ach komm, wir machen die 200 voll. Wir machen die 200 voll eben schnell. Okay, vorrücken, wir haben ihn. Luftunterstützung unterwegs. Ankunft in 30 Sekunden.
Keine Sorge, ich beeile mich. Wir haben hier was! Schickt Verstärkung! Lass sie nicht entkommen! Noch zwei. Ein Ort noch, dann haben wir die 200 voll. So, dann haben wir 200 rund. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, wenn ich Orte erkunde, werde ich auf jeden Fall nochmal 50 oben drauf packen. Dann sind wir bei 250. So. Hui! Gut, jetzt habe ich allein schon 201. Und ich werde wahrscheinlich noch ein paar mehr hier kennenlernen. So. Ich bin still. Ich suche Ken Pine. Sloth Demon hat gesagt, sie wüssten, wo er ist. Ken Pang. Ja, den kenne ich, aber dich kenne ich nicht. Ah, ja, Ken Pang. Jetzt fällt's mir wieder ein. Er hat wegen seiner Spielschulden ziemlich große Probleme. Ich habe gehört, die wollen ihn wohl umlegen. Ich würd's mal in der alten Lagerhaus-Spielhölle in der Wüste versuchen. Wenn du dich beeilst, lebt er vielleicht noch. War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Beim aktuellen Kurs eures Panautalers wäre es teurer gewesen, dich zu erschießen. Oh Mann, ey, dieser Satz gerade, ne? Aber er hat ja recht. Hör zu, Scorpio. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Wir müssen Ken Pang am Leben halten. Betrachte es als geschäftlichen Bonus. Es ist noch zu früh. Wenn der Türsteher der Opiumhöhle recht hat, bringen Sie Pang bald in den Hof, um ihn zu ermorden. Bereite alles vor, indem du die Wachen tötest. Und lock dann die zockenden Gangster nach draußen. Warum denn gerade ich? Ich hab doch niemals irgendwas getan. Ich verstehe kein Wort, Kollege. Geht das vielleicht auch nochmal auf deutlich? Streifschuss. Gott sei Dank. Das war witzig!
müssen jetzt nur ein wenig beruhigt werden. Schnapp dir das Walkie-Talkie und lock sie nach draußen. Ich habe Schüsse gehört. Können wir mit der Hinrichtung weitermachen? Es gab nur ein kleines Problem. Aber alles ist bestens. Gut. Ich kann's kaum erwarten, diesen Wurm einzugraben. Nein, wir kommen jetzt raus. Nichts. Bitte. Ich zahle alles zurück. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du unser Geld verschleudert hast. Nein, bitte. Ich bring das wieder in Ordnung. Bitte tun Sie das nicht. Schalte als erstes den Henker aus. Jetzt trennen sich unsere Wege, alter Freund. Sie fahren für ihre Sünden zur Hölle. Hey, Sie, halt! Bitte, Mister, bringen Sie mich raus hier. Alle Mann hinlegen! Okay, Moment. Das kapiere ich jetzt gerade nicht. Schalte als erstes den Henker aus. Jetzt trennen sich unsere Wege, Alter. Hey, bleib stehen! Bitte, Mister, bringen Sie mich raus hier. Kommen Sie schon, die werden mich töten. Jetzt sehe ich ihn. Bitte, Mister, Hilfe! Ich hab ihn! Ich sehe dich! Verschwinden wir von hier, bitte! Hab ihn im Visier! Ich hab ihn im Visier! Ich sehe das Ziel! Okay. Danke. Sie haben mir das Leben gerettet. Ich bin nicht wegen dir hier, du Wurm. Ich suche nach dem weißen Tiger. Okay. Ich bringe Sie zu ihm. Schnappen Sie sich ein Motorrad und folgen Sie mir. Ja. Bleiben Sie dran! Der weiße Tiger wartet nicht gern! Ich glaube, ich könnte mich sogar ziehen lassen, wenn ich die Motorräder verbunden hätte. Ich glaube, ich habe da sogar so ein Video zugesehen, wie man die Mission sich ganz einfach machen kann. Hinterhalt! Verdammt, noch mehr von denen! Wir sind erledigt! Ach was! Ha! Ich hab ihn erwischt! Salva mia! Er blutet wie ein Schwein! Ich hab ihn im Visier! Ich sitze in der Falle! Er steckt ziemlich was ein! Hinlegen! Ich hab ihn! Verteilt euch! Los! Hä? Was ist das eigentlich für ein Volldepp, der dann auch noch da reinrennt? Achso, das bin ja ich. Ach nee, Moment. Ich bin ja am Leben geblieben. Bleiben Sie dran! Der weiße Tiger wartet nicht gern! Naja.
Kein Hinterhalt! Verdammt, noch mehr von denen! Wir sind erledigt! Ach was! Attacke! Sammeln! TF geliefert! Los, weiterfeuern! Blute, du... Hab ihn im Visier! Boah, ich dachte schon, das war's. Los, gehen wir zu dem Versteck. Der weiße Tiger ist Amerikaner, wissen Sie? Aber er ist ein guter Mann. Jedes Mal, wenn ich alles verspielt hatte, hat er mir geholfen, damit ich ihn weiter mit Infos versorgen konnte. Ha, dafür bin ich dankbar. Ich hoffe, Sie tun ihm nichts, wenn Sie ihn treffen. Ich wünschte nur, ich hätte ihn nicht so enttäuscht. Na super, das Spiel hat sich weggehangen. Es tut mir leid, Leute. Das passiert manchmal. Ich hab's ja schon mal erwähnt gehabt. Es kam gerade was über Militärfunk rein. Sie haben einen Datenspeicher geortet, den der weiße Tiger für dich hinterlassen haben könnte. Du solltest ihn dir holen, bevor er ihn lesen kann. Pass gut auf dich auf. Ich hoffe, es ist endlich... Mal sehen, wo der Kontrollpunkt war. Ich hoffe nicht, dass das jetzt nach der Cutscene war, weil... Ja, wäre ein bisschen schade. Jetzt lädt er sich natürlich auch zu Tode. Ach ja, Entschuldigung, Leute. Aber bringt ja alles nichts, ne? Ja. Ich bin eine Krise. Jetzt habe ich Schwarzbild auch noch, oder was? Es kam gerade was über Militärfunk rein. Da war der letzte Schwitz. Sie haben einen Datenspeicher geortet, den der weiße Tiger für dich hinterlassen haben könnte. Du solltest ihn dir holen, bevor er ihn lesen kann. Pass gut auf dich auf. Ich hoffe, es ist endlich mal was Nützliches. Ich spa.
speichere mal einfach. Es fühlt sich irgendwie nicht so an, dass das Spiel lange durchhalten wird mehr. Ach ja. So. Ein toter Briefkasten. Agenturstandard. Schräg. Ich schieb sie mal rein. Was, amigo? Ich bin's, Onkel Sheldon. Hast du den toten Briefkasten endlich gefunden? Das Ortungssystem deines PDAs führt dich zum neuen Versteck. Ich habe einen Sender auf deine Frequenz eingestellt, Hombre. Also schwing deinen Arsch hierher, dann erzähl ich dir alles. Over and out. Sieht aus, als wäre alles klar. Ich folge dem Signal und finde Sheldon. Oh Mann. Feind geortet! Ein Helikopter. Das ist dann wohl meiner. Keine Deckung. Ich habe kein freies Schussfeld. Zwei, vier, drei. Pech für dich, Compadre. Sodele. Ich werde aber mal ganz kurz den Vogel landen. Aus zweierlei Gründen. Erstens, weil ich einmal Schüssen speichern will. Und zweitens, weil der Part schon wieder am Ende ist. Ja, da seht ihr mir mal. So schnell kann es gehen, ne? Dass ein Part wieder zum Ende ist. Aber ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao.